Hallo liebe Fußballfans, willkommen in der Heinz von Heiden Arena, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann freuen sich, dass sie dabei sind und werden sie durch dieses Spiel begleiten. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Schottland gegen Belgien. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Und hier wird uns Ihre Aufstellung präsentiert. Wir sehen das 5-2-2-1. Sie spielen mit der Fünferkette, wollen also zunächst mal in der Defensive kompakt stehen und dann natürlich auch offensiv für Wirbel sorgen. Es soll dann über die Außen gehen. Ist ja eine Taktik, die immer wieder sehr interessant ist. So geht Belgien dieses Spiel an. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Yannick Carrasco steht gemeinsam mit Dodi Luke Bacchio auf dem Flügel. Und einziger Stürmer ist zu Spielbeginn. Romelu Lukaku. Die Belgier am Anstoß in der ersten Hälfte. Castagne. Ballbesitz Vertonghen. Carrasco. Kevin De Bruyne dürfte auch heute wieder eine sehr... Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß und das ist natürlich eine sehr gefährliche Position. Muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Das könnte gefährlich werden. Ja, natürlich eine gute Parade. Ball kommt lang. Er spielt den Ball raus. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da bekommt er Unterstützung.
Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Geht einfach vorbei. Wartet erstmal ab. Vielleicht kann jetzt was entstehen. Schön geklärt. Und jetzt Lukaku. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Callum McGregor. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Kurz verhält, Ball ist noch im Spiel. Und Vertonghen kann klären. Riesenchance, da konnten sie in Führung gehen, aber nee. Der Keeper sagt, nee, mit mir nicht. McTominay. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Jetzt die Belgier. Die Belgier bekommen den Freistoß. Schiri lässt es bei einer Ermahnung bewenden. Ist nicht jeder mit einverstanden. War aus meiner Sicht wirklich gelbwürdig. Ball ist jetzt bei Belgien. Robertson. John McGinn. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Ich glaube, Kevin De Bruyne kann mit der ersten Spielhälfte nicht so richtig zufrieden sein, oder? Ja, da haben wir von ihm schon deutlich bessere Spiele gesehen. Steigerung. So, es geht weiter. Durchgang 2 hier in der Heinz von Heiden Arena. Und jetzt ein Schuss. Oh, viel Pech. De Bruyne am Ball. Dodi Luke Bacchio. Tielemans. Blockt ab. Pass wird abgefangen. McGinn. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Chance jetzt zum Führungstor. Und auch nach dieser Aktion bleibt es dabei. Beide Torhüter halten ihre Kästen sauber. Ganz souveräne Vorstellung. Konnte man aber auch von ihnen erwarten. Ecke kommt lang. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Nächster Eckball.
Ecke kommt rein. Scheint so, als gäbe es heute keine Tore. Ja, zumindest nicht, wenn die weiter beide so gut defensiv stehen. Alle Chancen fallen. Es wird jetzt hier gewechselt. Ecke kommt in den 16er. Wieder Ecke. Scott McTominay. Armstrong! Spät fällt hier der erste Treffer in dieser Partie. Jetzt geht dieses Spiel noch mal so richtig los. Und wie werden sie reagieren? Das ist die spannende Frage. Es ist nicht mehr lang zu spielen. Ball geht in die Torwart-Ecke. Wir sehen es hier. Und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Schauen wir mal, wie Belgien reagiert. Sie sind nun also im Rückstand. Dodi Lukebakio. Armstrong. Angriff der Schotten jetzt. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Callum McGregor. McGinn. Robertson. Der Angriff könnte was werden. Nicht das Tor, nicht die endgültige Entscheidung. Ist das stark gemacht. Tolle Parade. So kurz vor Ende. Die Hoffnung lebt. So, Wechsel. Zwei neue Leute kommen. Energisch. Das gibt Einwurf. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Da ist die Chance. Das ist der Ausgleich. Ganz stark. Bis zum Schluss immer dran und jetzt belohnen sie sich. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann einfach draufgehalten. Keine Chance, da noch irgendwas zu halten. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Sie gehen dazwischen. Sie kommen noch mal. Weiter steht es hier remis. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Er kann diesen Ball nicht reinmachen. Aus kürzester Entfernung. Ganz starke Aktion vom Keeper. Er hält kurz vor Schluss das Unentschieden fest.
Ecke ins Zentrum. Kurz verhält, Ball ist noch im Spiel. Damit endet die zweite Hälfte und es gibt keinen Sieger.